Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören nun das Duett Parigi o Cara aus dem letzten Akt von Giuseppe Verdis Oper La Traviata. Violetta ist todkrank und hat eigentlich schon mit dem Leben abgeschlossen. Doch bevor sie stirbt, gönnt Verdi ihr noch einen Moment der Liebe und der Hoffnung. Violettas geliebter Alfredo, der sie auf skandalöse Art verlassen hatte, kehrt zu ihr zurück und gemeinsam träumen die beiden noch einen Traum von einem neuen Leben, alles hinter sich zu lassen und nochmal völlig neu anzufangen. Dieser Traum wird gleich von einem Sänger-Ehepaar geträumt, das sie an der Deutschen Oper zwar noch nicht zusammen, aber doch jeden von beiden in großen tragenden Rollen erleben konnten. Die russische Sopranistin Ekaterina Siorina, die hier als Mimi zu erleben war, und den amerikanischen Tenor Charles Castronovo, der unter anderem die Partie des Don José in Bizets Carmen hier verkörpert hat. Begleitet werden die beiden vom musikalischen Studienleiter der Deutschen Oper Berlin, Chris White. Oh!